Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu World of Warcraft. Wir sind gerade dabei, diese Fettmeier-Brutmutterspinne zu besiegen, beziehungsweise Jagd auf sie zu machen. Sie wird sich wahrscheinlich hier in diesem dunklen Hort aufhalten. Wir nähern uns... Oh, es regnet natürlich auch noch. Es hat mal gerade mal kurz für einen Moment nicht geregnet. Ja, wir werden uns jetzt vorsichtig nähern. Ich sehe sie schon da hinten. Meine Fresse, ist die fett. Okay. Dann wollen wir mal unser ganzes Können aufbringen und uns der Brutmutter Rückner stellen. Ich hoffe, sie spawnt nicht noch kleine Minions. So, los geht's. Was ist das? Begleiter freigeben. Nee. Tötungsbefehl. Tötungsbefehl. Ja, mach sie fertig. Oh, das ging tatsächlich ziemlich schnell. So schlimm war sie gar nicht. Dafür, dass sie so fett ist, die war einfach nur groß. Gut, dann gehen wir den Quest auch direkt wieder ab. Das muss ja nicht länger dauern als notwendig, ne? Also nichts wie zurück. Hier, Quest abgeben. Schauen wir doch mal. Oh, da ist noch eine fette Spinne. Oh, ich habe wieder. Ich bin hier wieder inzwischen auf Kamillentee gewechselt. Oh, und ich vermisse jetzt schon meinen Kaffee, aber es hilft nichts. Die Schnodderseuche muss ja langsam mal auskuriert werden. Aber geht schon wieder. Meine Stimme ist immerhin wieder zurück. Das ist, war doch etwas schwierig. Deswegen war hier so lange auch etwas ruhiger im Kanal. Aber ohne Stimme ist schlecht Videos aufnehmen. Da geht nicht so viel, ne? Wäre ein bisschen ruhig und das ist, glaube ich, dann doch ein bisschen eintönig. So, vor allem bei WoW, da passiert nicht so viel Story. Da muss man sich schon ein bisschen unterhalten, ne? So, ein Käferauge. Und wo ist denn die Questgeberin? Irgendwie in diese Richtung. Moin, moin. Wie geil die dat? Oh. Ich brauche ein Ziel. Ja, weiß ich doch. Da geht das lang. Setzen wir unsere Reise fort oder bleiben wir nun hier in diesem kleinen, schummerigen Kaff? Jetzt, wo die Spinnenplage gelöst ist, kann man ja eigentlich etwas länger hier verbleiben, ne? An sich, ist doch erstmal ganz gut eigentlich. Moin, moin! Schießt los oder zieht Leine. Gut, Mann, die seid alle so unfreundlich. Wir haben gehört, dass es weiter oben in den Bergen noch Überlebende geben soll. Jetzt können wir endlich Speer dorthin schicken. Schön, oh, siehst du. So, Lorna hat auch nochmal wieder was für uns. Guten Tag. Der Schwarzforst. Es hat ein wenig gedauert, aber ich glaube, ich habe endlich herausgefunden, was hier passiert ist. Zumindest teilweise. In dieser Stadt gab es einige Überlebende der Seuche. Sie haben sich alle den anderen in den Bergen angeschlossen, an der Witterfront. Alle sind geflohen, bis auf der Mann, der dieses Tagebuch geführt hat. Der alte Bratschar. Er bemerkte, dass die Angriffe der Worgen plötzlich aufgehört hatten und entschloss sich, in die Schwarzforst zu reisen. Direkt nordöstlich der Stadt gibt es eine verlassene Mühle. Dort lebt Bratschar früher, lebte er früher. Schaut euch danach Hinweisen um. Untersucht die Bratschar-Mühle direkt außerhalb von Sturmsiel. Ja, wollen wir uns doch mal auf zu dieser Mühle machen, ne? Los geht das. Mann, du, das ist aber auch ein hochaufgelöstes Buch, du. Ich muss mal sagen, ne? Qualität vom Feinsten hier. Auf geht das. Aber ich muss sagen, ich finde... das Spiel ist zwar, man sieht dem Spiel durchaus sein Alter an. Es ist alt, es sah damals auch schon nicht toll aus, aber ich finde, insgesamt ist der Stil sehr stimmig. Also mir persönlich reicht das an Grafik, das muss nicht unbedingt besser aussehen. Klar, gegen den Guild Wars 2 kann es auf jeden Fall nicht abstinken, das sieht heute immer noch wunderschön aus. Und auch Elder Scrolls Online sieht sehr schön aus. Ich würde es nicht ganz so hübsch wie Guild Wars 2 nennen sogar, aber es sieht auch sehr gut aus. Also optisch stinkt das natürlich hier ab, aber Optik ist halt nicht alles, ne? Was für mich halt Elder Scrolls Online im Vergleich zu WoW sehr nach oben holt, ist die Art und Weise, wie die Quests erzählt werden. Es ist alles voll vertont und die Quests sind halt so richtige Elder Scrolls Quests. Also richtig Story, kleine Geschichten, das ist schon ziemlich cool. Hier sind auch diese Geschichten drin, die sind jetzt hier zumindest noch spannend. Wir müssen mal gucken, wie das in den anderen Gebieten nachher ist, wenn wir dann nachher in die Anfangsgebiete zurückkommen. Wie trivial das Ganze dann wird. Wenn das alles immer so nur so stumpf ist, ja, hol mir 10 davon, hol mir 10 davon und das hat nicht mal irgendwie eine lustige Geschichte dahinter, dann ist es halt langweilig, ne? Bei Elder Scrolls Online ist es ja das Gleiche, nur da macht es die Geschichte wieder wett, die sich drumherum entspinnt um diese ganze Suchholaktion. Und dann geht's wieder, ne? Der Schwarzforz. Ich habe euch erwartet, Niani. Habt keine Angst. Mein Name ist Belisra. Ich bin eine Priesterin des Mondes. Eine Nachtelfe, das habe ich schon gerade gesehen. Ihr kennt meinesgleichen vielleicht nicht, aber seit der Fluch euch befiel, sind die Schicksale unserer Völker miteinander verbunden.
Okay. Also sie ist auf jeden Fall nicht die Person, die wir gesucht haben. Eigentlich hatten wir gar keine Person gesucht, sondern Hinweise. Aber gut. Man hat die dicke Hände. Verfolger abschütteln. Ihr müsst so viele Fragen haben, Niani. Und ihr werdet euch bald Antworten darauf, werdet auch bald Antworten darauf erhalten. Ich weiß, warum ihr hier seid und wonach ihr sucht. Ich kann euch nicht dahin führen, solange der Feind euch folgt. Eine von Sylvanas Speerinnen ist euch auf den Fersen. Ihr dürft den Verlassenen auf keinen Fall den Ort zeigen, den ihr sucht. Nehmt diesen Talisman und geht einfach die Straße direkt nördlich von hier entlang. Lasst zu, dass die Speerin euch in ihre Falle lockt und nutzt dann die Macht des Talisman, um euch zu befreien und einen Gegenangriff zu starten. Verwendet Belisras Talisman, um die dunklen Speerinnen zu besiegen. Ihr bekommt eine Hose. Okay, machen wir. Habe ich nicht auch irgendwie andere Klamotten letztens noch gekriegt? Habe ich schon angenommen. Alles klar. Ja gut, dann lassen wir uns mal in die Falle locken. Dunkle Speerin getötet. Noch keine. Der Schwarzforst. Oh, nicht so tief fallen. So, jetzt erst nochmal Grüße gehen raus an Kurin. Ich habe durchaus jetzt inzwischen verstanden, dass man statt hier das Quest-Item manuell auszuwählen, hier oben dieses kleine Icon drücken kann, ja? Das war mir auch schon nach dem ersten Mal klar. Wow! So, ich bin eingefroren. Jetzt muss ich den Talisman benutzen. Ja, guckst du jetzt blöd, ne? Also, du siehst, ich habe das verstanden. Das ist nur die Macht der Gewohnheit. Wenn man das immer so gemacht hat, dann kann man das nicht einfach wieder ablegen. So, das war auch relativ einfach. Handgelenke und Beine. Sind die Handgelenke besser? Nein. Und die Beine? Nein. Okay. So, das war das. Jetzt muss ich wieder zu ihr nach oben wahrscheinlich. Speerin abgeschüttelt. Das heißt, sie kann mir nämlich dann jetzt den Ort zeigen, an den wir hin wollen und vorher nicht konnten. Also muss ich erstmal hier wieder hochspiralisieren. Aber der Forst ist durchaus ziemlich finster. Das muss ich mal zugeben. Muckelig sieht das nicht unbedingt aus. So, guten Tag. Die Brandschwammmühle. Wo bist du hier wieder? Moin moin. Gut gemacht, Niani. Die Speerin hatte nicht die geringste Chance gegen euch. Ja, das lief. Quest beenden. So, weil ich ziehe erstmal die Hose an. Die Hose ist das, ne? Oh ja, plus 2 Beweglichkeit. Nice, nice, nice. Nehmen wir. So. Taldoren, die Heimstatt in der Wildnis. Es gibt andere wie euch, Niani. Und auch sie waren verwirrt und wussten nicht wohin. Es gibt einen Ort, an den ihr gehört. Taldoren. Die Heimstatt in der Wildnis war einst das Zuhause eines Druidenordens, der die Form von Wölfen annehmen konnte. Dort findet ihr die Antworten, die ihr sucht, und dort wird euch jemand helfen können, ein alter Freund. Sprecht mit Darius Crowley beim Taldoren im Herzen des Schwarzforstes. Ja, dann müssen wir jetzt wohl erstmal in den Herz des Schwarzforstes vordringen. Wir gehen diesmal den normalen, richtigen Weg und springen da nicht runter. Und dann schauen wir mal. Führt da ein Weg hin? Ja, wir können einfach dem Weg folgen. Der führt automatisch in den Herz von den Schwarzforst. Also wir gehen jetzt in den Herz. Oh, hier guck mal. Eine riesige Ranke. Das sieht aber auch echt unangenehm aus. Ja, wir gehen mal gemütlich da lang. Ne? Ein bisschen den Schwarzforst erforschen. Ein bisschen erkunden. Ein bisschen gucken, was los ist. Nicht verkehrt, ne? Nicht verkehrt. So, mal schauen. Gemütlich. Ja, hier steht so eine Ranke im Weg, oder? Da komme ich nicht durch. Und der Weg löst sich langsam ein bisschen auf. Aber da sind wir auch schon. Das ist der Lebensbaum, oder was ist das? Man weiß es nicht so genau. Aber da steht ein anderer. Oh, hier sind ganz viele Wölfchen. Wir sind nicht allein, offensichtlich. Taldoren. Moin. Lebensmittelverkäufer. Oh, ich bin nicht alleine. Hier sind wir zu Hause. Hier können wir uns wohlfühlen. Bei den anderen Hundis. Hallo. Ihr habt alle keine Tails. Das macht euch echt, das macht mich traurig. Warum gibt es keine Schweife? Oh, er sieht aber dick und unglücklich aus. Lord Darius Crowley. Oh. Hallo. Wir tun, was wir tun müssen. Es geht euch gut, Niani. Ich habe schon so lange auf diesen Tag gewartet. Es ist eine wahre Freude, euch zu sehen, Freundin. Ich habe gehört, was ihr getan habt und ich bin euch so dankbar. Besonders für Lorna. Sie ist alles, was mir geblieben ist. Ich lasse sie sofort herholen. Quest beenden. Direkt vor unserer Tür. Die Nachtelfen haben uns in diesen Zeiten viel beigebracht, Niani. Sie lehrten uns, wer wir sind und wo wir herkommen. Dank ihnen, dank dieses Ortes, sind wir keine wilden Tiere mehr. Wir haben unseren freien Willen zurückgewonnen.
Die Verlassenen haben es nicht nur auf unser Land abgesehen. Sie suchen nach etwas, das uns gehört. Ein Artefakt, mit dem sie den Fluch unkontrollierbar und auf die gesamte Menschheit ausbreiten können. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie es finden. Sylvanas Banshees rücken immer näher. Helft meinen Spurenlesern, sie zu beseitigen. Tötet 6 heulende Banshees. Okay. Wir töten 6 heulende Banshees und was haben wir hier noch? Vassandra Sturmklaue, hallo? Hübsche grüne Haare. Vorbereitungen. Was ihr als Fluch kennt, begann als Ketzerei unter unseren Brüdern. Im Angesicht der sicheren Niederlage gegen dämonische Mächte haben die Druiden des Rudels dem Gleichgewicht, dem sie sich verschworen hatten, den Rücken gekehrt und zugelassen, dass das Tier in ihnen die Kontrolle übernimmt. Sie wurden in den smaragdgrünen Traum verbannt, wo sie unter einem Baum wie diesem in ewigem Schlaf versinken mussten. Doch ihre Seuche hatte sich schon auf andere ausgebreitet. Heute stellen wir in unseren Zeremonien das Gleichgewicht in eurem Volk wieder her. Bringt mir das Blatt, das nur in der Nähe des Tal Dore wächst. Bringt 6 Mondblätter zu Vassandra. Jo, machen wir. Also Mondblätter mitbringen und Banshees umbringen. Oh, kriegen wir wohin, ne? Legen wir mal los. Wie sieht denn so ein Mondblatt aus? Da ist doch schon eins. Das ist eindeutig ein Mondblatt. Nehmen wir. So. Der Schwarzforst. Oh, sieht aber sehr rot aus, so. Was bist du? Man weiß es nicht so genau. Da ist auch ein... Ah, ein Fuchs. Ein Schwarz... Forstfuchs, aber der sieht aus wie ein normaler Fuchs. Er ist einfach nur hier im Schwarzforst. Wir sind überall zu Hause. So süß. Was bist du denn für ein Ding? Ach, das ist so... Oh, das ist einfach... Oh je. Geile Friese, sag ich mal nur. Also Frisur, hundertprozentig. Oh. Oh, sie heult auch, wenn sie stirbt. Nice. Okay, gruselig. Ja, die sehen schon ein bisschen gruselig aus. Also den möchte ich auch nicht nachts begegnen. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Oh, ein Stinktier. Oh, ich bin ja auch so ein bisschen so ein Skunk-Fan. Ne? Finde ich auch cool. So, da noch ein Mondblatt und noch ein Mondblatt. Oh, läuft die Kiste. Zack. Oh, hier noch so eine Banshee weghauen. Schattenblitz. Nix, mein Fräulein. Oh, da fährt sie gen Himmel. So, da ist noch eine. Oh, hier steht echt weit auseinander. So, noch ein Blatt, Mondblatt, noch mehr Mondblatt. There we go, bups. Und da haben wir noch so eine Frau mit cooler Frisur. So, was ist das? Ein Squirrel, ein Eichhörnchen. Bisschen Kupfer, noch so eine lustige Frau. Ja, du brauchst mir nicht so einen Schattenblitz entgegenfeuern, das ist nicht nett, ne? Also... Das muss nicht sein, das tut man nicht. Nicht unter Freunden, ja. So. Oh, da ist noch ein... Achso, das ist der Quest, den ich abgeben kann. Wir brauchen noch mehr von diesen Irren. Was bist du denn für einer? Ja, moin. Level 11, aber ordentliche Schulterpolster hat der gute Mann schon. Moin, Fuchs. Da hinten ist noch eine. Wir kümmern uns weiter um die heulenden Frauen. So, und die letzte noch. Dann haben wir erstmal genug besiegt. Dann ist noch so ein Häuschen. Ich habe so das Gefühl, da müssen wir auch nochmal hin. Weiß nicht wieso, aber irgendwas sagt mir, dieses Häuschen wird auch nochmal unser Ziel sein. Aber das auch erst später. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück und geben die 2 Quests ab. Njam, 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 njam. Unter diesem interessanten Baum. Und unser Hundi ist fleißig dabei. So, moin moin. Ich bin wieder zurück. Ich gebe erstmal ihr hier die Sachen. Ladies first, ne? Ihr seid zurückgekehrt, Niani. Ja, ich bin da. Diese einfachen Blätter wachsen durch Elunes Gnade. Sie werden euren Geist helfen zu verstehen, warum wir das Gleichgewicht brauchen und eure Seele für alle Zeit lehren, das Tier in euch zu beherrschen. Das ist ja schon mal gut. Muss ich die jetzt einfach essen oder? Nö, offensichtlich nicht. So, du bist als nächster dran. Ihr seid so gut, wie ich euch in Erinnerung habe, Niani. Wie schön, dass ihr wieder da seid.
Hol zurück, was uns gehört. Stufe 11. Noch 9 to go, ey. Seit die Verlassenen in Gineas einmarschiert sind, haben wir uns bemüht, den Aufbewahrungsort der Sichel von Elune geheim zu halten. Wir haben sie im Schutz der Nacht an einen von vielen sicheren Orten gebracht. Die dunklen Waldläufer sind ihr gefährlich nahe gekommen, haben sie aber nie gefunden. Bis jetzt. Zuletzt wurden sie an den Waldrandhütten westlich von hier gesichtet. Stoßt in dieses Horn, wenn ihr sie gefunden habt. Tobias und seine Fährtenleser werden euch zur Hilfe eilen und die dunklen Waldläufer bekämpfen. Nur dann könnt ihr euch in die Hütte schleichen und die Sichel zurückholen. Schnell, Niani. Silvana darf sie nicht in die Finger bekommen. Also, blast an der Waldrandhütte in das Horn von Tal'Doren und beschafft euch das mysteriöse Artefakt aus ihrem Inneren. Und schon müssen wir zur Hütte wahrscheinlich, die ich gerade eben noch gesehen habe. Sieht ganz danach aus. Also, los geht's. Auf zur Hütte. Der Schwarzforst. Jo. Ganz gemütlich. Das kann auf YouTube nur wieder gut aussehen. Ganz viel kleines Gegrösel, Regen. Wobei, der Regen hat gerade just aufgehört. Das ist doch nett, ne? Einmal kurz über den Regen beschweren, zack, da stellt er sich auch ein und sagt, nee, okay, wenn du das nicht möchtest, dann lasse ich das eben. Finde ich nett. Finde ich nett, Regen. Grüße gehen raus an den Regen. Und an diese nette Zurückhaltung seinerseits. So, wo ist denn jetzt das Häuschen? Das war doch gleich da vorne irgendwo. Doch, sehen wir doch. Veteranin der Dunkelwald, da sind sie. Ja, gleich in das Horn. Benutzt, ruft Tobias Dustmantel. Näher, näher, näher. Moin, ich habe hier so ein Horn mitgebracht. Zack. Oh, guck dir, ne? Oh, wow, wow. Leute, nicht so nah, nicht so nah. Oh, wow, 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 wow. Was ist denn los mit euch? Ich hätte nicht so nah... Oh, scheiße. Das hat nicht so gut funktioniert. Oh, Mann. Ich glaube, ich hätte nicht so nah rangesollt. Aber ey, Tobias ist da. Hier ist gleich auch da. Wir machen das gleich nochmal. Ich schliepe jetzt nochmal kurz. Oh, warte. Schlieben. Ihr seid gestorben. Ja, das habe ich gemerkt, oh ey. Also man hätte nicht ganz so nah daran gesollt. Das war nicht sonderlich schlau. So, wir haben geschliebt. Darf ich das Horn gleich wieder rufen? Na, komm schon, was ist das? Ungelesene Nachrichten von Stuffels. Ach, Post, siehst du mal. Hab ich gleich gemerkt. So, jetzt wollen wir nochmal. Jetzt bin ich auch nicht alleine, dann schaffen wir das auch. Das war nicht sonderlich schlau, das muss ich mal zugeben. Ey, komm schon, hallo. Ich muss meinen Hund mal wieder beleben, komm her. So, weitermachen, Leute. Die spawnen ja so schnell wieder, was ist denn los hier? Ich habe kein Ziel. Also ich glaube, wenn die dabei sind... Scheiße, 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 ihr seid viel zu viele. Haut ab. Wenn die dabei sind zu kämpfen, muss ich da, glaube ich, rein. Ich glaube, das ist der Plan. Okay, wir kämpfen uns mal weiter vor. Ich brauche ein Ziel. Hab ihr dabei. Los, rauf auf sie. Darf ich das Horn wieder schlagen? Jetzt geht das Horn wieder raus. So, ihr könnt mich ja alle. Ich geh jetzt da rein und hol mir schnell das Artefakt. So, Artefakt erhalten. Und jetzt nichts wie weg hier. Das war ja doch hochkompliziert hier. So, und die spawnen einfach zu schnell wieder. Da kannst du gar nicht gegen an. So, nichts wie weg hier. Jetzt bin ich in Ruhe. Ja, guck mal, ich habe meine Freunde dabei. Da guckt ihr doof, ne? Weg mit dir. So, weiter laufen, laufen, laufen. Nix wie zurück. Scootern.
Lass uns doch wenigstens zurück dahin latschen. Ne? Wir können ja, während ich latsche, kann ich schon mal meine Abmoderation hier machen. So, ihr habt den Herrn gehört, ihr wisst ja, was das bedeutet. Wir machen dann mal wie immer einen kurzen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, vor allen Dingen Feedback, wie immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann, wenn ihr Bock habt, gleich im nächsten Part wieder, werden den Quest abgeben und schauen dann mal, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Wahrscheinlich gibt es dann jetzt gleich diese Zeremonie und dann wird unser inneres Tier irgendwie gebändigt und dann schauen wir mal. Ne? Ja, bis dahin. Euch dann viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.